Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind auf der Flucht. Wieder einmal. Ja, im Gepäck die Lilly, unsere Lilly. Wir haben ihr das Leben retten können. Steiner, Freya und Beatrix halten uns den Rücken frei, damit wir unsere Beine in die Hand nehmen können und von hier abhauen können. Denn Brane hat nichts Gutes im Sinn und möchte uns allesamt tot sehen. Auch ihre geliebte Tochter. Geliebte Tochter? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, wir laufen mal weiter. Und haben Glück. Aber irgendwie ist hier... Moment. Das ist schon wieder eine Falle, oder? Ja, logisch. Verdammt, eine Falle. Ja, natürlich ist das hier eine Falle. Hohoho, und schon wieder in die Falle getappt, sag ich. Hohoho, diese Volltrotten. An diesem Anblick kann ich mich gar nicht satt sehen, sag ich. Jojo, ihr zwei Niederträchtigen. Sprich dich ruhig aus, sag ich. Ihr kommt hier nie mehr raus, sag ich. Buhahaha. Batsch, zweimal denselben Trick probieren. Denkt ihr Clowns, damit kommt ihr durch, oder was? Zidane, entschuldige. Schneller ging's nicht. Blank! Er ist wieder befreit, Gott sei Dank. Blank, hierher. Nicht so schnell. Mein Körper gehorcht mir noch nicht so recht. Aber wenn wir nicht hinmachen, geht es Zidane und Lilly an den Kragen und so. Wer ist bitte Lilly? Die neue von Zidane, oder was? Hoppla. Stimmt ja. Das weißt du ja noch gar nicht, was? Wovon redest du überhaupt? Ich komme nicht ganz mit. Boah, ey. Uff. Blank. Schneller und so. Ja, ja. Du mich auch. Und zwar kreuzweise. Wie auch immer. Ich hörte, dass du in der Klemme sitzt. Wieder einmal. Und bin so schnell wie möglich aus dem verwunschenen Wald hierher geflitzt. Blank. Auf dich kann man sich halt verlassen, alter Kumpel. Zidane. Die Gargantula-Bahn ist gleich um die Ecke und so. Blank. Markus. Ich weiß gar nicht, wie ich euch... Prinzessin. Du kannst uns nachher noch ausgiebig danken. Aber jetzt flieh erstmal. Und zwar schnell. Eure Verfolger kommen bestimmt jede Sekunde. Mist. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, Blank. Auf geht's. Zidane und seine Weibergeschichten. Seid ihr von hier gekommen, Lilly? Was hast du, Lilly? So eine schlimme Erfahrung. War sicherlich hart. Da kommt was. Yay, die Gargantula. Ist das die Gargantula? Wir sollen da einsteigen? Los, einsteigen. Wir haben keine andere Wahl. Lilly? Aber was? Was soll ich denn nur machen? Darüber kannst du dir nachher den Kopf zerbrechen. Du fragst dich wohl, warum sie zurückgeblieben sind. Weil sie es so wollten. Alle miteinander. Außerdem muss nun mal jemand die Rückendeckung übernehmen. Beatrix, Freya, Markus, Blank und sogar Steiner. Sie alle kämpfen, damit wir hier weg können. Also, was ist es wohl, was du jetzt und in diesem Moment machen sollst? Okay. Na, siehst du. Boah. Nimm ich mit? Sag mal, wohin wollen wir eigentlich? Erstmal sollten wir nach Treno gehen. Dort müssen wir uns dann aber wirklich überlegen, wie es weitergehen soll. Was ist das? Ah, dieses Monster? Boah, wie mir das auf die Nerven geht. Diesem hau ich dich weg. Mist Viech. Huch! Ist das ein natürlicher Feind der Gargantula? Passt auf! Das sieht gefährlicher aus als beim letzten Mal. Es ist scheinbar mutiert oder es hat seinen Freund gebracht. Oder ein Papa, wie auch immer. Hergebracht.
Ja. Selbstverständlich. Boah, und Größe ist es, glaube ich, auch, hä? Naja. Wir werden auf jeden Fall wieder mit Stibitzen anfangen. Ein bisschen Feuer wird, glaube ich, nicht schaden. Gute Lady kann ja auch einmal normal draufschlagen. Boah. Dann wird es schon werden. Yeah, 700 Schaden. Das ist schön. So. Ach so ist es. Du gehst in Schutzhaltung. Adamant-Weste. Cool. Ich würde sagen, mit der Feuerer. Und ich würde sagen, die gute Lily könnte ja schon mal anfangen, sich selber zu heilen. Ach, das hat jetzt kaum Schaden angerichtet, ne? Leider. Sehr fein gemacht. Falsch. Diebstahl fehlgeschlagen. Ja, ist klar. Hat ja kaum Schaden bekommen, das Viech. Ja, das müsste auch mal passen. Super, ich brauche nichts heilen. Es ist keiner verletzt, also ein normaler Angriff. Ein Stibitz, wunderbar Schall. Lily ist ganz klein. Naja, verhärte dich nur. Los, Titane, Stibitz. Ach komm. Dann halt nochmal Feuer. Ich hoffe, das verreckt jetzt nicht. Im Arkest wird Feuer jetzt einzusetzen. Ich sollte eigentlich hier mal auf Block gehen und so. Quatsch. Ja, ein Schaden. Super! Mutter Erde. Ah ja, okay, das war jetzt nicht so schlimm. Oh, Bestiano. Aha. Na, dann werden wir den durchheilen. Also mal bei Titane beginnen. Lilly ist's wieder. Gut. Diebstahl fehlgeschlagen, gibt's ja nicht. Mal Stibitzen. Und Lily heilt. Schon wieder fehlgeschlagen. Ja, dann probieren wir es halt weiter, ne? Aber irgendwann wird es, glaube ich, dann nicht mehr gehen, ne? Wenn ich Musik haben. Was mir gar nicht Freude machen würde. Noch eine Trance? Oh, oh, Titane. Ja, vielleicht habe ich Glück. Da kann das mit Hilfe der Trance stupitzen. Das wäre super. Gut, er ist noch nicht verreckt. Ja. Jetzt komm. Gibt's ja nicht. Wie gemein. Du könntest dem Baby mal jetzt nicht passen. Okay, Lily verwandt sich schon zurück. Ich werde jetzt mal mit normalem Feuer weitermachen. Können wir theoretisch Vivi heilen? Okay, schon besiegt. Schade. Hätte ich stehen lassen müssen. Naja, will das haben wir stibitzen können. Insomnia und Autopotion und Pestizid. Boah, Titane, ey. Gargantula-Karte bekommen.
2x Ether und 1400 Gil. Puh, geschafft. Oh, wir bewegen uns wieder, aber irgendwie viel langsamer als vorher. Hey, lauf mal gefälligst schneller. Nun sei doch nicht so grob zu dem armen Tierchen. Schließlich transportiert es uns doch brav. Und das trotz des Schreckens von vorhin. Moment mal. Was denn? Jetzt werden wir wieder schneller? Na also, ein bisschen gut zureden bewegt eben Wunder. Nicht ganz, Titane, sieh doch. Oh, scheiße. Oh, das Viech ist hartnäckig. Verdammt, das Viech jagt uns. Das sieht gar nicht gut aus. Bei diesem Tempo rasen wir noch an Tremor vorbei. Zip, zip. Oh, da kommt was. Nix hier weg. Alter Schwede. Mist, verdammter. Nun? Ich glaube, wir sind gerade vorbeigerast. So ein Mist. Und bei dem Affenzahn aussteigen wäre glatt das Selbstmord. Zidane, sieh nur. Vorne. Was? Hey. Oh, ein Weg. Oh nein. Wir stürzen ab. Festhalten. Ist das der Ausgang? Autsch. Mutter. Königin Brane. Aus dem Weg. Unwürdige, sag ich. Durchlassen, sag ich. Ich habe Befehl von Königin Brane erhalten, euch zwei nicht durchzulassen. Was ist euer Anliegen? Ich überbringe es. Okay. Sprecht. Die erwarteten Gäste sind eingetroffen, sag ich. Sollen wir sie durchlassen, frag ich. Ich werde mich bei Ihrer Majestät erkundigen. Rührt euch nicht von der Stelle, sonst ergeht es euch schlecht. Eure Exzellenz. Oh. Jawohl. Gewährt ihnen Eintritt, aber ihr braucht nicht wiederzukommen. Was soll das heißen, frag ich. Ihre Majestät ist über den Verlust des Schatzkristalls, Staatsschatzes, Entschuldigung, äußerst erzürnt. Sie möchte eure beiden Gesichter nie mehr sehen, ansonsten endet ihr am Galgen. Ganz einfach. Und jetzt geht sie holen. Und zwar pronto, ihr nichtsnützigen Clowns. Was und was jetzt, frag ich? Alleine können wir nicht überleben, sag ich. Auf jeden Fall müssen wir schnell die Gäste hereinlassen, sag ich. Das geschieht den beiden Deppen recht. Ach ja. Was für ein wundervoller Anblick. Ist was? Mach den Weg frei. Ich bin auf das Gesuch von Königin Brane höchstpersönlich hier. Also spiel dich nicht auf uns oder so. Ne? Sonst klatsche ich dir eine. Ich hoffe, ihr schlagt vor Ihrer Majestät einen passenderen Ton an. Was soll das heißen? Hast du eigentlich einen Schimmer davon, mit wem du es hier zu tun hast, Bitch? Ich bin die unglaubliche Lani, auch genannt die Venus unter den Jägern. Bis jetzt habe ich noch jedes Opfer erlegt, ausgeweitet, zerstückelt und dafür gutes Geld bekommen. Ja, klar soweit? Dämliche Soldatin, echt. Unfassbar. Eure Exzellenz, Königin Brane, welch Ehre, von euch persönlich empfangen zu werden. Und es erfreut mich, euch bei bester Lau. Nanu, aber was macht ihr denn da für ein saures Gesicht? Den Umgang am Hofe musst du wohl erst noch lernen.
Wo hast du nur deine, also diese Manieren her? Mit Verlaub, Eure Exzellenz, ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen, weil ich für meine guten Manieren bekannt bin, oder? Pah, unglaublich. Haut ab, ihr zwei. Zwei Dinge sollt ihr für mich erledigen. Den Staatsschatz wieder beschaffen, den Prinzessin Garnett entwendet hat, als sie Reis ausnahm. Und außerdem gibt es unter ihnen einen Schwarzmagier, so wie den da drüben. Er muss beseitigt werden. Schwarzmagier. Was soll das sein? Es sind seelenlose Marionetten. Ich kann nicht zulassen, dass eine Fehlkonstruktion umherwandelt und dann dem Feind in die Hände fällt. Ich weiß nicht, was hier bei Hofe vorgefallen ist, aber was soll mit Prinzessin Garnett geschehen, falls sie Widerstand leistet, Eure Exzellenz? Pah! Nur der Staatsschatz ist wichtig, die freche Göre genießt keinerlei Priorität. Na gut, wenn dem so ist, kann ich endlich wieder meinen kleinen Freund hier sprechen lassen. Ich werde euch den Schatz sicherlich eher bringen, als dieser Muskelprotz da drüben. Auf ein baldiges Wiedersehen, Hoheit. Man sagt, in der Nähe der Prinzessin halte sich ein affenähnlicher Junge auf. Ach, dieser widerliche Affenjunge. Wenn du den gleich mit erledigst, bekommst du eine extra Belohnung. Scheint ja ein Volltreffer zu sein. Den werde ich mir zuerst vorknöpfen. Deinen Auftrag kannst du also gut wie erledigt betrachten. Salut. Exzellenz, eure Flotte befindet sich bald in Küstennähe. Die Rote Rose steht zum Auslaufen bereit. Oh, endlich ist es soweit. Wir brechen unverzüglich auf. Bald gehört mir die ganze Welt. Wo will der Traunschke jetzt schon wieder hin? Zinnengebirge. Mutter. Boah, hab ich Kopfweh. Diese Migräne. Fürchterlich. Was? Wie? Dann leben wir also noch? Mhm. Wo sind wir hier? Im Zinngebirge, in der Nähe von Schloss Lindblum. Zinngebirge, Lindblum. Meine Kopfschmerzen. Dann ist die Gargantula wohl über unser Ziel hinausgeschossen. Das arme Ding. Oh, was ist mit Freya, Steiner und Beatrix? Und mit Zitane? Er ist sich umschauen gegangen und so. Hey Lilly, Mäuschen, auch schon wach? Bist du in Ordnung? Ja. Ja, aber Zitane, was ist mit dir und, also, mit dir und überhaupt, also du schaust okay aus, aber die anderen? Tja, das würde ich auch gerne wissen. Aber, naja. Wir haben ja schließlich eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Aber Markus und Blank sind ja auch bei Ihnen. Mach dir mal keine Sorgen. Und es geht ja auch bald die Sonne auf. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die Flucht längst gelungen ist und Sie in Tränen schon nach uns suchen. Vielleicht können wir uns in Lindblum ein Luftschiff borgen. Vom Südentor ist es nach Tränen nicht mehr weit. Stimmt. Um Gottes Willen, ein Feind. Oh, das hängt von dir ab, mein Sohn. Mein Name ist Rabu. Diesen Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. In einem alten Schriftstück über die Bestie in unserer Schlossbibliothek ist mir der Name schon einmal begegnet.
Ihr seid nicht etwa der Donnergott Ramu? Ist dir bekannt, dass Clara durch deine Bestie völlig ausgelöscht wurde, mein Kind? Nein, das wusste ich nicht. Die Bestie gehorchen dem Willen ihrer Beschwörer. Ja, ja. Die dunkle Habgier des Menschen, der sie beschwor, führte zu dieser Tragödie. Aber... Oh nein, Mutter, was hast du nur getan? Oh. Nein, es war mir nicht bekannt, dass so etwas vorgefallen ist. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich bin völlig machtlos. Es ist nicht deine Schuld, Lily. Die anderen waren sich dessen auch bewusst. Deswegen sind sie zurückgeblieben. Die anderen? So ist es. Nicht du warst der Auslöser für dieses Unglück. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen. Was willst du als nächstes tun? Hätte ich doch nur mehr Kraft, würde ich doch wenigstens wieder die Macht der Beschwörung erlangen. Ich habe eine Bitte an euch. Leiht mir eure Kraft. Willst du den gleichen Fehler noch einmal begehen? Ich fürchtete mich vor der Beschwörungsmagie und den Bestien. Aber ich werde nicht mehr wegrennen. Ich werde kämpfen. Oh. Nachdem ich meinen alten Herrn verloren hatte, ist viel Zeit vergangen, in der ich nur in dieser Welt herumwanderte. Ob du meiner Herrin würdig bist, muss sich noch zeigen. Und dafür musst du dich einer Prüfung unterziehen, so dass ich Gewissheit erlange. Ja, ja. 5 meiner selbst werden sich hier in den Gewässern, Felsen und Wäldern verbergen. Sie werden dir Kapitel der Erzählung eines Helden schildern. Suche die einzelnen Bruchstücke und vervollständige sie zu einer Geschichte. Erzählst du mir eine gefällige Geschichte, so werde ich deiner Bitte vielleicht nachkommen. Verzeih, wo wir doch für so etwas eigentlich keine Zeit haben. Ach was, das passt schon. Wir helfen dir, Lily. Zitane, Vivi, ich danke euch. Bam, badam. Jetzt gehen wir mal kurz schauen. Ich bin wieder voll am Umziehen interessiert, am Umkleiden. Unser guter Zitane ist ja mit vielem schon recht gut durch. Die Adamann-Weste. Ja, viel zu viele A's. Die werden wir gleich ausrüsten. Der Kraftgürtel kommt auch weg. Gegen das Hals durch. Alles klar. Was kann der Vivi bekommen? Ich glaube, der Feuerstock ist fällig, ne? Oh ja. Feuerstock, Magie hat es noch gut. Kristallarmreif gehört eigentlich weg. Gibt zwar nichts Besseres. Die Mithril-Weste ist für ihn auch uninteressant. Interessant, uninteressant. Hier können wir noch ihm den Kraftgürtel geben, damit Feuer noch schneller fertig wird. Die gute Lilly. Bei dir, was können wir dir anbieten? Kristallarmreif. Da ist auch nichts. Bronzeharnisch, okay, dann braucht sie noch. Elfenohrring braucht sie auch noch, okay. Gut. Ability. Kann ich dir ein Ability geben? Du hast jetzt 2 Punkte über. Nein, nicht wirklich. Alles gut, alles gut. Da unten wartet ein Mogli auf uns, aber bevor wir zu ihm gehen, haben wir hier schon den ersten Rauru gefunden. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Joseph mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Joseph willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Die Erzählung vom Anfang noch 4. Jawohl. Diese Geschichte müssen wir sammeln. So. Warte, war nicht da hinten? Stopp, Entschuldigung. War nicht da drin auch einer? Wartet kurz, bitte. War nicht hier? Ja, natürlich.
Historiker belegen, ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der in Schwierigkeiten gehüllt die Stadt verließ. Denn so entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit Josephs. Das stimmt, und je nachdem, wie es erzählt wird, ne? Die Erzählung vom Heldentum, noch drei. So, dann zum Mogri. Hallo Mogri. Ich habe da einen Brief für dich. Stets zu Diensten, Kubo. An Monchi einen Brief überreichen. Ein Brief von Mushu. Vielen Dank für die Zustellung, Kubo. Monchi, hast du es heil aus dem verwunschenen Wald rausgeschafft, Kubo? Also ich glaube, dass dieser Kontinent bald den Bach runtergeht, Kubo. Bevor wir Kubo sagen können, könnte schon alles vorbei sein. Kubo, nichts ist passiert. Er hat doch gerade Kubo gesagt. War nicht leicht, aus dem verwunschenen Wald zu fliehen. Aber wir haben uns ein paar schräge Typen angeschlossen. Was ein Glück, Zefix. Kubo, ich rede schon wie dieser Bärtige. Ja, anscheinend hat er sich Parks Truppe angeschlossen, ne? Wir werden sogleich einmal zelten. Das bietet sich gut an. Dann werden wir speichern. Oh yeah. Schön ist es hier auch. Der Ort hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, nehmen wir wieder den hier. Okidoki. Das Schöne ist, wir können hier jederzeit speichern. Das ist ganz, ganz famos. Hier haben wir eine Truhe. Mithril-Weste. Super. Platsch, platsch, platsch. Und Gegner gibt es hier, glaube ich, auch. Zurück nochmal. Da ist ja auch zweimal. Hallo. Da ist einer. Hey. Historiker belegt. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um den eigenen Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugte von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Die Erzählung vom Menschsein noch zwei. Da waren wir hier. Bei der Truhe haben wir ihn hinschweben gesehen. Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. Ach so. In der Tiefe der Höhle besiegten sie Atamataimai und ergatterten die legendäre Glocke. Erzählungen vom Kooperieren. Noch eins. Ja, du bist gleich am Ziel. Und dann kommt das Schwere. Nämlich die Geschichte, die ich dich, zusammenzusetzen und richtig zu beurteilen, ich glaube bewerten oder beurteilen, irgend so was. Warte, wie ging es denn darüber? Ich weiß schon wieder. Warte, so und dann so. Wir müssen rüberspringen, wenn wir an die Schatztruhe wollen. Rüberspringen. Bam. Mithril-Armreif. Super. Zack, zack. War das jetzt wohl nicht verkehrt? Wenn das hier noch wo was liegt. Schau dir das an. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Joseph sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr des Vaters wartete. Ja, ja, die Erzählung vom Schweigen. Somit ist die Geschichte vollständig. Ja. Bam, 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 bam. Ich weiß genau, dass ich mich wieder vertue. Ja, ja, oh yeah. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen, denn der heutige ist ja leider Gottes schon wieder aus. Wobei, ich gehe noch hier nochmal kurz rein gubschen, ob hier nicht doch irgendwo ein Item liegen tut. Aber nein, nix. Passt. Dürft man, glaube ich, alles haben. Alles, was man braucht. Na fein. Im nächsten Part werden wir dann eben bei dem guten Rauru versuchen, diese Geschichte eben zu einem, ja, zusammenzubauen, wie er es gerne hören, oder wie es wir
für richtig halten. Wahrscheinlich brauche ich da ein paar Versuche. auf jeden Fall, wenn wir die Geschichte gut rüberbringen, wird sich uns hoffentlich der gute Rauru anschließen und Lili hat ihre erste Bestie, die sie auch einsetzen kann. Fisch. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!